I'm happy that you are here. Das ist die dänische Begrüßung gewesen. Und ich finde es schon ein kleiner Applaus. Mein erster dänischer Satz, ich bitte mal. Dankeschön. Und Bo, ich möchte noch etwas sehr Persönliches sagen am Anfang. Ich bin wirklich sehr bewegt und freue mich wirklich riesig, weil wir haben das schon mit den Leuten vom Fanclub geredet, ich eine tiefe innere Dankbarkeit empfinde für ihr Werk, weil es uns begleitet hat, viele wirklich unglaublich lustige Stunden. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben nie im Kino so sehr gelacht wie bei der Rosenbande. Und das verdanke ich Ihnen. Ich glaube, es geht vielen von Ihnen so. Diese Dankbarkeit. Ich muss sagen, erstmal guten Abend. Danächst vielen Dank für die Invitation von dem Filmmuseum in Potsdam. Und ich freue mich sehr über diese fantastische Ausstellung, die hier gemacht haben. Vielen Dank für das. Und die Welt steht dort. Dann die nächste, ich sage mal, ist, dass ich versuche, auf meine schlechte Deutsch zu vorsetzen. Aber geht es nicht, dann muss ich leider inzwischen auf Englisch gehen. Ich hoffe, das geht. Also, die Frage war... Ja, war da gar keine Frage. Ich habe erstmal meine Gefühle ausgedrückt. Und wenn es in Englisch sein würde, würde ich es auch sofort übersetzen. Also, Sie merken, das Deutsch ist sehr gut. Gar nicht schlecht. Und Bo, erstmal, wir werden auch darüber reden. Ihr Werk ist ja sehr umfangreich. Sie haben schon seit den 50er Jahren mit Film zu tun. Also er ist auch ein Stück lebendiges, ja, Stück von Filmgeschichte. Trotzdem wird die Rosenbande immer im Mittelpunkt stehen. Das ist der Kern, auch der Beliebtheit. Finden Sie das auch gut und richtig? Oder sagen Sie auch, Leute, ich habe auch ganz, ganz andere, sehr gewichtige Filme gemacht? Nein, ich muss sagen, dass die Rosenbande-Filme war eine tolle Zeit. Diesen 30 Jahren, wo wir diese Filme gemacht haben, kommt nicht zurück. Und das war ein fantastisches Jahr, ich muss sagen. Wir freuen uns alle von dem Team, wenn wir diese Filme machen sollten. Das war beschwerlich, ja. Es war nicht einfach. Aber es war in eine sehr gute Stimmung, wie wir diesen Film gemacht haben. Und ich glaube auch, dass man auch die Filme sehen kann. In dieser Stimmung war diese Film gemacht werden. Und das bedeutet viel, und das ist meine Erfahrung über viele, viele Jahre, dass falls da keine gute Stimmung ist, in eine Filmproduktion, dann wird es eine schlechte Film und es hat kein Publikum und man verloren Geld. Ist verloren. Das Besondere war ja sicherlich, und das ist ein Phänomen, das alle hier kennen, dass die Filme in der DDR so ungeheuer erfolgreich waren. Eigentlich erfolgreicher als in der Bundesrepublik. War Ihnen das eigentlich bewusst? Wussten Sie das? Dass dieses kleine, merkwürdige Land DDR, dass da lauter Fans leben von den Filmen? Ja, das hört wieder in Dänemark, ja? Dass das so populär war. Und darum war alle Filme verkauft nach Deutschland so. Und wir wussten auch, dass es war unmöglich, diese Filme zu zeigen in Westdeutschland. Es geht nicht. Es war kein Schicksal. Ich weiß nicht warum. Kein Erfolg im Westen, ne? Aber der Erfolg im Osten, ich finde, dafür gibt es schon einige Erklärungen. Also ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass zum Beispiel der Darsteller von Egon Olsen fast geschockt war nach der Wende, als die ganzen Fans so kamen aus dem Osten, weil er so ein ernsthafter Schauspieler ist. Aber ich glaube, das ist schon eines der Erfolgsrezepte. Gute, ernsthafte Schauspieler, die wissen, wie man gut spielt. Das waren gut gemachte Filme. Genau. Ja, weißt du? Haben Sie auch bewusst versucht, solche ernsthaften Schauspieler zu finden? Ich weiß nicht, allein
meine Auftrage. Mhm. Es war auch der Regisseur Zeigel, natürlich. Und da war eine Mister in Feinden, diesen exakten Schauspieler, das er wünschte für die exakte Rolle. Mhm. Und das ist mehr seinem Verdienst als meine, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und ich glaube, ein anderer Grund war, also der besondere, der DDR, zumindest für uns, dass die Filme so warmherzig sind. Es gibt keine Toten, es gibt Familien. Nein, man tötet keine. Nein, das war sehr, sehr bewusst, dass man nicht etwas so machen. Und das war, weil es soll eine Komödie sein. Es soll nicht etwas mit Krimi-Sachen zu tun. Also es wird wirklich, also das muss Unterhaltung sein. Mhm. Ja. Und das war Bang sehr bewusst, dass er wollte, nun sage ich es in Englisch, die Leute entertainen und nicht nur eine Film machen. Mhm. Es war sehr wichtig für ihn, wie die Publikum Erfolg war. Und es gibt natürlich noch etwas, nämlich dass wir in der DDR, ich glaube, uns gut identifizieren konnten mit dieser Bande, die ja immer scheitert. Die ist wie wir eigentlich. Wir wollten immer so gut sein und es ging immer alles schief. Also diese Freude, diese Lust des Scheiterns, ich glaube, das war etwas, was wir wahrscheinlich auch gut nachvollziehen konnten. Ah, und die waren auch gegen alle Autoritäten. Ja, ganz wichtig. Ja. Glaube ich, bedeutet etwas auch. Ja. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, wo diese Filme haben tatsächlich etwas dazu beigetragen zur Demokratieerziehung. Das meine ich ganz ernst. Ja. Weil wir plötzlich Filme gesehen haben, wo Leute sich lustig machen über Anwälte, über Staatsanwälte, über Richter, über Polizisten, über die NATO, die Polizei. Ja. Es geht offenbar, ein Land geht nicht zugrunde, wenn man das immer. Und das habe ich, also ich weiß, wie es Ihnen so ging, das hat mich damals schon als Kind fasziniert. Also es gibt ein Land offenbar, in dem man das darf und das nicht zugrunde geht, sonst existiert. Also so mal Demokratie und Dänemark gehen bei mir immer früh zusammen. Aber offenbar geht es Ihnen so ganz ähnlich. Diesen Land ist so klein für mich. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Das können wir nochmal zurückgehen. Also Martha ist ja quasi so etwas wie die Keimzelle gewesen. Wie ist überhaupt diese geniale Idee entstanden, so eine Truppe zu haben? Das war eine furchtbare Film zum Drehen. Weil es war in Griechenland gedreht und da war alle Probleme, die man finden kann. Weil das heißt, einen Monat vor wir Aufnahme begannen, hat diesem Junta übernehmen die griechische Regierung und alles war Chaos. Und wir haben große Probleme in diesem Schiff zu finden und auch mit der Besetzung auf dem Schiff. Da war nur eine Kapitän und dann waren zwei Leute in Maschinen und das war alles, weil sie wollen meistens Geld machen von was wir bezahlt für den Schiff und so weiter. Das war immer Probleme in Griechenland. Ich kann eine 2 Stunden vielleicht erzählen über dieses, und das will ich nicht sagen. Aber das war ein großer Erfolg, den Film. Und es ist immer heute ein Erfolg in Dänemark und alle Schiffe hatten eine Kopie von dem Film, dass sie sagen, nicht jeden Tag, aber oft. So das. Das war ein anderer Komödienfilm, aber es funktioniert auch. Und wie ist daraus dann entstanden, diese wirklich, ich sag's nochmal, geniale Bande, mit diesen ja irgendwie auch altertümlichen, die sind ja irgendwie archaisch,
diese Gangster, nennen wir sie mal so, ja. Die Osenbande. Also wie ist die sozusagen entstanden als Idee? Sie erinnern ja auch an die Stummfilmzeit, finde ich oft, ne? Ja. Also da ist so viele Referenzen in die Osenbande-Filme zu anderen Filmen und älteren und neueren Filmen, aber das war etwas, dass die, wenn die Buch machen, also den Skript, den Drehbuch, dann haben sie wirklich über diese Dinge gedacht. Das war wirklich überlegt. Hat das so gut funktioniert. Ja. Was war denn das Schwierigste als Produzent bei diesen Filmen? Waren die leicht zu produzieren oder war es kompliziert? Also, ich erzähle folgende Geschichte. Bas und Perrin war in Paris, den Drehbuch zu schreiben. Das geht jeder Jahr so. Im Mitte von diesem Zeit, wo sie die Drehbuch machen soll, kam ich nach Paris, erholte, was war geschrieben bis dann. Dann gehe ich zurück zum Kopenhagen und dann fange ich an, alle diese Präparationen, da war nötig für die Filme. Und ich war auch gebrieft, wenn ich war in Paris, über was war die Fortsetzung von das ich habe mitgebracht nach Kopenhagen. Weil es war so, dass wir nach 4 Wochen meistens nach dem Skript Aufnahme begann. Also sie waren normalerweise fertig mit dem Buch im Mitte April und wir einfach mit den Filmaufnahmen Mitte Mai. Und das bedeutet, dass ich habe diese extra Zeit zur Vorbereitung. Und das war eine große Hilfe. So, es war nicht so beschwerlich. Und die andere Sache war, dass wir haben eine fantastische Zusammenarbeit mit der dänischen Polizei. Ja. Und da war eine bestimmte Person, da war die Kontakt von der Filmindustrie und er war mit mir, um alle die Locations, die wir wünschen zu benutzen, also Außenlocations, und hat gesagt, dieses können wir tun, dieses kann nicht, geht nicht gut. Und wir haben auf diesem Weg gefunden, was war möglich mit der Hilfe von der Polizei. Weil wenn er hat gesagt, das ist gut, wir machen das hier, dann war alles gut. Dann hatten wir alle die Polizisten zur Aufbergung und was war nötig. Das war ein fantastisches, gutes Zusammenarbeit. Das existiert leider nicht mehr. Aber es ist ein sehr interessanter Fakt für mich. Es zeigt, dass die dänische Polizei Selbstironie hatte. Ja, ja.